Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum besagten 100er Abonnenten-Spezial. Ja, in diesem Video möchte ich euch nicht nur ein kleines Spezial hier auf meinem Kanal bieten. Nein, ich möchte mich auch jetzt eben kurz bevor das Spezial gleich losgeht, möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bei euch für 100 Abonnenten bedanken. Das ist unfassbar. Ich bin jetzt seit Ende Dezember hier auf Sendung auf meinem YouTube-Kanal mit 2 Let's Plays und bisher, ich glaube, 3 oder 4 Let's Tries. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall jetzt schon 100 Abonnenten, damit hätte ich niemals gerechnet. Und da muss ich mich natürlich bei denen auch bedanken, die fleißig kommentieren, die sich fleißig und täglich die Videos angucken, sofern sie denn täglich kommen. Und natürlich auch, die mich in der Zeit unterstützen. Also das heißt, ein bisschen Werbung machen, hier mal ein bisschen ihre Kumpels sagen und so. Da muss ich mich natürlich recht, recht herzlich bedanken. Großes, dickes Danke. Ich würde jeden Einzelnen von euch umarmen und jedem Einzelnen von euch ein Hors d'oeuvre servieren, aber leider ist das ja nicht möglich. Da. Deshalb mache ich das, was ich, naja, am besten kann. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber mache ich halt das, was uns allen am meisten Spaß macht. Ein schönes Video. Ich wünsche euch viel Spaß gleich bei Skyrim. Da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Ich habe gedacht, naja, machst du mal was anderes. Du hättest jetzt auch ein Collection-Video machen können, wo jetzt deine Fresse in irgendeine Kamera halten können. Aber nee, da hatte ich nicht so wirklich Bock drauf. Ich habe mir gedacht, ich mache was Besonderes. Und deshalb machen wir das, was uns am meisten allen Spaß macht. Wir zocken. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ich sage nochmal großes, großes Dankeschön. Und auf die nächsten 100 Abonnenten. Dankeschön und viel Spaß. Mein Name ist Bragoron. Ich bin ein vielfältiger Krieger des Völkchens Nord. Und willkommen zu Jackass. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Herzlich willkommen zu eben im gleichen Video eigentlich noch angekündigten 100er Abonnenten-Spezial. Ja, ich habe mir gedacht, wir hatten jetzt so viel Minecraft gehabt, wir hatten so viel Diablo gehabt, wir hatten schon The Darkness 2 im Let's Try der Demo gehabt und wir hatten auch schon Minecraft Snapshot gehabt. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal was ganz anderes, was ganz Verrücktes. Ja! Und zwar spielst du mal live vor der Kamera oder beziehungsweise live vor Fraps, wenn man das so will, mal das Game, was ich jetzt zurzeit schon, ich glaube, 40 Stunden fast gespielt habe und immer noch nicht so wirklich durch bin. Die Rede ist natürlich von The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, wir sind hier natürlich in Himmelsrand unterwegs. Und wie ich eben schon angekündigt hatte, das ist mein Charakter, mein Hauptcharakter. Ich fange nicht extra einen neuen an für so ein Spezial. Das ist ja das Tolle an einem Spezial. Ich möchte euch einfach mal mitnehmen auf eine kleine Reise. Vielleicht werden wir sogar die eine oder andere Mission machen, irgendwas erleben. Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Müssen wir halt mal schauen. Ich weiß auch noch nicht, wie lange die Aufnahme geht. Ich schätze, sie wird keine Stunde gehen, aber so na, 20 Minuten, eine halbe Stunde werden wir sicherlich schon füllen können. Jetzt stelle ich meinen Charakter erstmal vor. Natürlich, das meiste, was euch sicherlich interessiert, ist, was hat er denn so für Gegenstände? Da muss ich sagen, es geht. Es gibt sicherlich Charaktere, die haben schon bessere Sachen wie meiner. Ich bin Level 23 und speziell habe mich seit Beginn quasi des Charakters auf eine Zweihandwaffe spezialisiert. Weil die Dinge halt einfach ordentlich Durchschlagskraft haben und ich halt riesiger Fan von Barbaren bin, die richtig draufkloppen und irgendwie alles umboxen, was sich nur in ihre Nähe stellt. So langsam fange ich aber an, auch auf Bogen zu trainieren. Das ist mein Ebenerzbogen. Den habe ich gefunden. Boah, wo habe ich denn den gefunden? In irgendeinem Dungeon auf jeden Fall. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich kann euch auch so die Namen gar nicht so alle sagen, weil ich mir das auch einfach nicht merke. Ich weiß zwar, wo ich aktuell rumrenne, das ist normal in Riften, also das ist nicht da, wo wir jetzt gerade stehen, das ist ja hier in Nähe von Weißlauf und so, aber normalerweise bin ich im Moment in Riften unterwegs, oder Rifton, keine Ahnung, wie man das ausspricht in Deutsch, für mich ist es Riften. Das hier ist, wie gesagt, mein Bogen, den habe ich mit einem Arcana-Dingens, mit einem Arcana-Tisch habe ich den verzaubert. Auf das Ziel erleide 10 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Ich hatte vorher einen Bogen gehabt, der konnte das auch, hat aber nur 20 Schaden gemacht. Jetzt habe ich das Ganze hier auf den Ebenerzbogen ja, kopiert sozusagen. Und jetzt mache ich hier ganz gut Schaden mit dem Bogen. So, was haben wir denn hier noch? Das habe ich gefunden in einem Dungeon, den ich kürzlich abgeschlossen hatte. Das brauche ich euch ja nicht zeigen. Das hier ist, wie gesagt, mein Schwert. Ein gewetzter alter Nord-Zweihänder der Verbrennung. Macht 48 Schaden und steckt das Ziel für 12 Schadenspunkte in Brand. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Das Ding ist ganz praktisch, weil das haut gut zu. Es macht zwar nicht allzu viel Schaden, muss ich mal gucken. Wenn ich da vielleicht in naher Zukunft mal ein besseres Zweihandschwert finde, dann werde ich auf jeden Fall
das Ding hier zerstören mit so einem Arcana-Tisch und werde dann eben die Attribute quasi des neuen Schwertes dann übernehmen. So, Spitzhacke, ne, das kennt ihr ja alles. Was, den Magierstab habe ich auch gefunden gehabt in dem besagten Dungeon. Zwergenbogen, ja, das gehört alles dazu. Kommen wir mal zur Rüstung. Ist ja auch was ganz Wichtiges bei so einem Barbar, weil er halt vorne drauf kloppt. Ich habe hier einmal das Amulett von Arkai. Das steigert die Gesundheit um 10 Punkte. Ist auch nicht so wild, aber es tut seinen Zweck. So, das ist auch alles nur Krams, den ich gefunden habe. Das sind die Stahlarmschienen der Schmiedekunst. Die machen Waffen und Rüstungen um 15% verbessert. Das ist auch eine Verzauberung, die ich durchgeführt hatte beim Arcana-Tisch. Da hatte ich auch vorher Stahlarmschienen gefunden. Die hatten aber irgendwie nur 30 Verteidigung, also Rüstungswert. Und da habe ich das dann quasi rüber kopiert. So, haben wir hier eine Stahlplattenrüstung. Eine hochwertige Stahlplattenrüstung. Das ist mein Schmuckstück sozusagen. Das steigert die schwere Rüstungsfertigkeit außerdem um 2 Punkte. Und ist, wie gesagt, hochwertig. Ja, das ist noch nicht die größte, glaube ich, noch nicht die größte Eigenschaft. Es gibt noch episch, aber episch bin ich ja noch gar nicht. So, das ist mein Helm, der Zwergenhelm. Der kann auch noch nichts, den müsste ich bei Gelegenheit mal verzaubern. An so einem Arcana-Tisch, vielleicht kommen wir ja an einem vorbei, dann können wir das mal machen. Dann hätten wir das auch erledigt. Ja, ansonsten habe ich halt ein bisschen Krimskrams dabei. So, ich bin relativ vollgeladen, 329 von 330 Last. Müsste ich mal jetzt dann irgendwie ein bisschen was ablegen gehen. Vielleicht machen wir das ja gerade mal. Ich spiele größtenteils in der Ego-Perspektive und das möchte ich auch hier in dem Spezial so halten. Ganz einfach, schönen guten Tag. Morigstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, das wäre schon etwas anderes. Ja, genau. Apropos Drachenangriff, ich muss sagen, ich hatte kurz, bevor ich die Aufnahme hier gestartet habe, bin ich hier hingelaufen. Und das ist ja hier der Turm, da hinten ist ja Weißlauf, wo man seinen ersten Drachen killt. Das war... Liegt da vielleicht sogar noch die Leiche von dem Viech, was ich damals gekillt hatte? Oder ist ja dann irgendwie der erste oder zweite Auftrag, den man bekommt? Vom Jarl von Weißlauf. Ich weiß nicht, ich glaube, der liegt sogar noch hier. Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Oh, ist das nur ein Elch, Gott sei Dank. Nee, also hier liegt keine Drachenleiche. Auf jeden Fall habe ich den Drachen hier irgendwo gekillt. Aber hier liegt keine... Oder ist das die hier vielleicht? Nee, das ist ja ein Mammut, ne? Nee, das ist es nicht. Mal gucken, hier hinten vielleicht. Ich bin übrigens erstaunt darüber, dass die Framerate so gut läuft. Ich spiele gerade mit 50 Frames. Bei Minecraft habe ich immer nur 30, das ist echt kurios. Ja, wie gesagt, hier war dann halt ein Drache gewesen, der hat uns hier attackiert und eigentlich wollte ich mich, da habe ich mich da oben schon in Stellung gebracht, quasi um aufzunehmen, ja, und dann hat mich hier der Kackdrache attackiert. War nicht so lustig, aber gut, ich habe ihn klein gekriegt, hatte noch ein paar Sachen dabei, aber die lassen wir da einfach mal drin, ne? Ich würde sagen, wir genießen jetzt einfach mal ein bisschen diese tolle Grafik von Skyrim, das ist einfach unglaublich, ich bin so verliebt in dieses Spiel einfach mal. So verliebt war ich schon lange nicht mehr in ein Game, das muss ich immer wieder sagen. Einfach nur krass. Es sieht einfach nur geil aus. Es sieht geil aus, es spielt sich klasse und du kannst so viel machen. Es gibt immer was zu tun bei Skyrim. Selbst wenn du einfach nur rumläufst und hier gerade mit einem Bogen so ein paar Elche irgendwie platt machst. Es gibt immer irgendwas zu tun und du verbesserst dich halt auch mit allem, was du tust. Und das finde ich einfach nur grandios. Da kann ich über kleinere Bugs hinwegsehen, die ja immer angekratzt werden. So, ja, immer die gleichen Synchronstimmen in der deutschen Version. Und es sieht ja dann doch irgendwie, wenn man genauer hinguckt, nicht so toll aus. Sowas wie hier zum Beispiel. Nicht mehr zeitgemäß und so. Aber ich sage euch ganz ehrlich, da kacke ich einfach drauf, wenn ich halt einfach mal ein Spiel kriege, wo ich locker 100 bis 150 Stunden drinne verbringen kann. Und auch noch gut unterhalten werde dabei. Also da kann ich manchmal nicht verstehen, wie Leute, hier, schaut euch einfach mal das Wasser an, das sieht natürlich klar, wenn ich jetzt hier so dran gehe und das sieht ja voll, nein, natürlich nicht, also das sieht schon geil aus. Natürlich sieht sowas dann nicht so toll aus, hier so Kantenabschneidung und sowas, so. Ja, aber gut, das ist, also, ihr wisst, was ich meine. Braucht da jetzt auch nicht so drauf rumreiten, ne? Ich brauche euch das ja hier nicht erzählen, könnt euch eure eigene Meinung quasi bilden. Vielleicht spielt ihr ja auch Skyrim und, könnt ihr eine Videoantwort hier drauf posten. Wenn ihr Skyrim spielt und euren Charakter auch vorstellen wollt, ihr könnt gerne hier eine Videoantwort zu diesem Video posten. Das wäre auf jeden Fall schon ganz lustig. Würde mich mal interessieren, ob es da draußen noch andere Suchtis wie mich gibt, die den ganzen Tag arbeiten, durchgestrichen in Skyrim spielen. So, jetzt sind wir in Weißlauf hier. Das war die erste große Stadt, die man im fünften Teil der Elder Scrolls-Reihe besuchen wird. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, vielen Dank. Freut mich. Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Will ich da überhaupt hin? Nee, ich wollte euch ja mein Haus zeigen. Ich habe ja hier ein Haus.
Ist es das hier? Ich glaube, es ist das hier. Ich weiß es aber nicht. Nein, das ist es nicht. Hier gibt's keinen Eingang. Markiere immer nicht den Dicken. Wenn man mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Ja, super. Hey! Aufpassen, mein Freund. So, ich glaube, hier ist es. Briesenheim, genau. Das ist mein Zuhause. Hier ist sehr viel drin. Ich habe das schon super toll eingerichtet mit dem Einrichtungseditor. Spinnenweben zum Beispiel, die habe ich in einem Dungeon abgegraben. Und hier irgendwelche Holzkisten, die ich aus Holzplanken erstellt habe. Wunderbar, sieht toll aus hier. Auch das Dach ist furchtbar dicht. So, jetzt habe ich es. Und auch hier die Kisten, in die man nichts reintun kann, das ist schon perfekt. Und hier auch die ganzen Bücher. Hier muss ich sagen, da ist mir damals ein kleiner Fauxpas passiert. Da hatte ich alles auf Ablegen gedrückt. Also ich habe hier in die Kiste geguckt. Das ist ja diese Kiste, wo man ein paar Sachen reintun kann. Und da habe ich dann die ganze Zeit R gedrückt. Anstatt irgendwas anderes. Und dann hat er das alles hier auf den Boden geschmissen und alles lag hier rum. Das waren locker 40 Items. Und dann habe ich halt versucht, wieder alles einigermaßen aufzusammeln. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Hier liegen halt überall Bücher rum, die ich halt mitgenommen habe am Anfang, weil ich dachte so, ja, das ist ein Rollenspiel und da kann man ja grundsätzlich alles gebrauchen. Aber diese Bücher, kann ich euch sagen, die braucht man wirklich nicht mehr. Außer man will sie natürlich irgendwann nochmal lesen. So, jetzt gucken wir hier mal ganz kurz rein. Warum gucke ich hier rein? Nee, ich will hier gar nicht reingucken. Ich will hier irgendein bisschen Krimskrams weglegen, beziehungsweise warum bin ich denn hier reingegangen? Ja, also ich habe ein Haus, ne? Das ist die Hauptinformation, die man jetzt aus dieser unnötigen Session ziehen kann. Ich wollte doch viel mehr hier rüber zu der Schmiedin und wollte ein bisschen was verkaufen, damit wir hier jetzt mal ein bisschen auf Reise gehen können. Ja, vielen Dank. Dann sag mal, was du zu verkaufen hast. Das sagen sie alle. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe doch bestimmt irgendwas, was die Alte haben kann. Hier, das da zum Beispiel. Oh. Ach du liebe Zeit. Ja, ich glaube, das mit dem Zwergenhelm hat sich dann erledigt. Mein Huskarl habe ich übrigens auch nicht mehr, also Lydia. Weil die mir verstorben ist bei einem Bossfight, den ich gestern erst hatte. Das war gestern, also der Aufnahmetag gestern. Ja, das war gestern Nacht auf jeden Fall. Und da ist mir die doch glatt verstorben. Die Olle. So, dann verkaufen wir auch mal Redekunst verbessert. Und ein Level Up. Na, das könnte doch besser nicht sein, das Timing. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja super. So, Zwergenhelm. Ja, kann glaube ich auch weg. Dann ziehe ich diesen Rogue-Typ-Dingens da an. Schauen wir mal gerade. Wo haben wir's? Da ist er doch. Plamm. So, schauen wir mal. Ja, sieht ein bisschen aus wie der Hauptcharakter oder beziehungsweise der Hauptdarsteller von Scary Movie mit der Maske, aber das passt schon. So, ich habe hier aber, glaube ich, noch ein bisschen was ich dir geben kann. Halt doch mal die Klappe jetzt. Habe ich hier nicht noch was, was ich der Alten geben kann? Oh, Nordpfeile haben wir, abgeschworenen Pfeile brauchen wir ja nicht eigentlich. Aber die nehmen ja keinen Platz weg, deswegen deshalb behalten wir sie mal. Den Zwergenbogen zum Beispiel, den kann sie doch haben. Den werde ich nicht vermissen. So, haben wir noch irgendwas? Orkisch, Pfeil, bla bla, nö, sieht nicht so aus. Sonstiges vielleicht noch. Ja, so eine komische Platte kann sie haben, Leintuch brauche ich nicht mehr, diesen komischen Barren, ja, pff, kann sie auch haben, brauche ich auch nicht mehr. Eisenbarren, Dietrich, 91 haben wir davon noch, nee. Den Rest behalten wir alles, ich glaube, wir müssen jetzt genug Platz haben hier, ne, 295, ja, das ist schon okay. So, dann machen wir noch gerade schnell hier die neue Stufe, der neue Stufenaufstieg, das ist ja perfekt. Besser kann das Timing ja gar nicht sein. So, wir machen die Ausdauer ein bisschen hoch. Einfach, damit wir mehr tragen können und halt, halt irgendwas machen können. Bisschen besser draufhauen, ein bisschen schneller und so, ne? Kennt ihr ja. Ich wollte beim letzten Mal, also wenn ich hier in diesem Spezial sage wir, dann meine ich natürlich ich. Weil ich spiele den Charakter ja natürlich schließlich später weiter, aber das hat sich einfach so angeeignet irgendwie, dass ich immer wir sage. Ich weiß auch nicht warum. Ist zwar ein bisschen bekloppt, aber ich mach's halt irgendwie. Nächster Rang. Angriffe mit zwei Händern haben eine Chance von 15% kritischen... größeren kritischen Schaden anzurichten. Das klingt ja schon mal sehr gut. Angriffe mit Kriegshämmern ignorieren 25% des Rüstungswertes. Nee, das ist ja... Das habe ich ja alles nicht hier, ne? Wie sieht's denn mit Bogen aus? Kann ich vielleicht die Schießkunst ein bisschen verbessern? Das wäre ja nicht schlecht, denn da trainiere ich ja im Moment so ein bisschen hoch. Überspannen, Todesschutz, ruhige Hand... Wo war denn hier genau? Wenn du während des Ziels blockst, wenn du während des Zielen blocken drückst. So, jetzt aber. Kannst du heranzoomen? Das nehmen wir mal. Das habe ich beim letzten Mal schon überlegt, ob ich das nehme, und das nehme ich jetzt auch.
Mal gucken, ob das was bewirkt. Ich weiß es ja nicht. Wir können ja mal rausgehen hier aus der Stadt. Haben wir überhaupt Aufträge? Ich glaube, ich habe genügend angenommen. Ja, das mache ich dann quasi off-air alles hier. Bringe das Horn, Jungwirt, in deinen Besitz. Werde ein vollwertiges Mitglied der Diebesgilde? Nö. Töte den Anführer von Aussichtspunkt der Drachenbrücke. Finde einen Mammutstoßzahn für Modesi. Finde zwei... Ist das Ma oder Mo? Ich weiß es nicht. Ma oder Modesi, keine Ahnung. Finde zwei makellose Saphire von Blablabdesi. Nee, dann würde ich sagen, das mit dem Anführer hört sich nicht schlecht an. Oder... Bringe das Horn von Junge... Oder dieses Horn-Dingen hier. Das klingt auch super. Dann mache ich das hier mal alles aus. Lass nur diese beiden Aufträge an, dass man da jetzt gleich gut auf der Karte erkennen kann, wo es da lang geht. Wir betreten Himmelsrand. Himmelsrand, auch altes Königreich oder bla 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 genannt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das hier? Horne, Windrufer in deinem Besitz, das ist da oben. Boah, da war ich noch gar nicht. Da müssten wir hinlaufen und da müssten wir Festung Dunstadt. Müssten wir hier hin und dann darüber laufen. Und für die andere Quest, wo ist die genau? Hat mir nicht zwei markiert gehabt? Kleinen Moment. Nochmal. Hey. Du bist auch dumm. Haben wir hier nicht noch... Ne, ich hab's ausgeschaltet. Ah, ist ja auch wieder super schlau gewesen. Wo ist denn die Drachenbrücke? Ist das hier drüben? Ja, hier. Ich glaube, den Anführer habe ich schon mal gekillt, oder? Ne, habe ich nicht. Aber wieso wird mir das jetzt da nicht als Quest angezeigt? Das ist ja ein bisschen komisch. Töte den Anführer von Aussichtspunkt von Drachenbrücke. Naja, da ich da noch nicht war, würde ich einfach mal sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Dazu gehen wir hier oben hin. Ne, das sieht doof aus. Bruchturmschanze. Was ist das? Festung? Ja, ob wir von der Tiefenwaldschanze... Tiefenwaldschanze von... Ob wir da runterlaufen können? Ich weiß es ja gar nicht so. Wir probieren es einfach mal. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann auch leider jetzt gerade gar nicht sehen, wie lange ich aufnehme. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Aber das macht ja nichts. So, ich würde gerne warten, weil es einfach besser ist. Und ich die Dunkelheit in Skyrim ehrlich gesagt ein bisschen hasse. Weil man dann immer von den Viechern so überrascht wird und ich bin in Skyrim sehr, sehr schreckhaft. Wir warten und warten und yeah! So, mal gucken, wo müssen wir denn lang? Da ist die Drachenbrücke. Die Drachenbrücke. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Richtig? Genau, in diese Richtung gehen wir. Ich höre einen Wolf. Nur wo ist er? Der Wolf. Da ist er doch. Hallöchen, mein Freund. Pam! Hast du dir wohl so gedacht? So, Wolfspelz kann man liegen lassen, braucht man nicht unbedingt. Und dann mal gucken, ob wir da jetzt hinkommen. Ich hoffe es doch sehr, weil ich glaube, runterlaufen ist immer einfacher wie hochlaufen in Skyrim. Ich hoffe, dass wir keiner Spinne begegnen, weil ich hasse die Spinnen in Skyrim. Das möchte ich auch nochmal sagen. Das liegt nicht etwa daran, dass sie einfach übermächtig oder super stark sind, aber sie sind einfach ekelhaft. Ja, ganz einfach. Sie sind einfach ekelhaft. So, ich hoffe, wir sterben nicht. Ich quicksave mal gerade. Weil manchmal kann es schon dazu kommen, dass so ein kleiner Abgrund uns in den Tod stürzt. Wo, was sind da für Feinde? Ich würde es gerne wissen. Na gut, wir laufen mal runter und gucken einfach mal. Spinnen sind es, glaube ich, nicht. Dafür sind es zu schnell. So, mal schauen. Ach ja, Wolf wieder. Hallöchen. Bams. Oh, das ist ein Eiswolf. Die sind stark. Puh. Oh. Du Sau. Ist uns doch glatt ausgewischen. Ich glaube, es geht los. Und der müsste gleich tot sein. Upsala, Entschuldigung, da habe ich doch glatt ins Mikrofon gehustet. Oh, Schneebären. Das wollte ich natürlich nicht. Das liegt nicht immer im Ermessen. So, mal gucken. Sind wir denn schon? Ja, sind ja schon fast da. Ist ja gar nicht mehr so weit. Es ist echt ein bisschen ärgerlich, dass ich meinen Huskarl verloren habe, also Lydia. Das ärgert mich ein bisschen. Was haben wir da unten? Ein Bär? Lebt er noch? Lebt er noch oder ist er schon tot? Ah, der lebt noch. Wonderful.
Brauchst dich gar nicht aufbauen da hinten. Ich mache auch übrigens, das kann ich auch nochmal dazu sagen, ich mache auch hier so ein paar Zauber, die ich langsam hochskille. Also zum einen Heilung und Flammen, aber das ist noch nicht so stark, das heißt, das bringt eigentlich gar nichts, da irgendwas auch nur zu nutzen. Ups. Da. Was? Ja, was denn? Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Ja, was, erstens, von wo bist du geflohen? Zweitens, was hast du uns gegeben? Hä? Hatte ich auch noch nie, muss ich sagen. Also ihr seht schon, es gibt immer was zu erleben. In Skyrim. Weiß gar nicht, was wollte der jetzt von uns? Ist das vielleicht einer, der uns dann später in irgendeiner Situation, wo man es absolut nicht gebrauchen kann, angreift und meint, er müsste den dicken Larry raushängen lassen? Ich bin sehr gespannt. So. Mal kurz gucken. Sind wir fast da? Ja, wir sind fast da. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das da oben ist. Wovon einfach im Moment einfach mal auszugehen ist. Einfach. Ja, sieht wohl so aus, als ob wir da irgendwie hoch müssten, ne? Huch. Mal gucken. Vielleicht ist da vorne. Ja, da vorne ist eine Brücke. Super. Da. Wir rennen. Da ist ein leckerer Distelzweig. Ach, sieht das schön aus hier. Toll. Ich mag's hier. Eine Distel. Oh, diesmal ohne Zweig. Hier war doch gerade noch irgendwas, was hier rumgerannt ist. Ein Wolf oder sowas? Nein, lauf weg, Fuchs. Drachenbrücke. Ah, da sind wir ja schon mal richtig. Hallo. Könnt ihr vielleicht woanders mit dem Feuer spielen? Ihr wisst schon, nicht in meiner Nähe. Klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Sie heißt Olga. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache im ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Ja, der hat auf jeden Fall gute Erfahrungen mit Frauen gemacht, wie es scheint. So, bevor wir jetzt aber hier irgendwie mit den Leuten quatschen und einfach gar nichts tun, ich würde gern zum Aussichtspunkt. Wow, das sieht ja mal richtig, das sieht ja mal krass aus da oben. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Nee, gut. Was haben wir da? Sieht schon geil aus, muss ich sagen, gefällt mir. Die Drachenbrücke. So, wie kommen wir denn jetzt da hoch? Muss ja irgendwo oben sein, weil, Aussichtspunkt und so. So, da geht's hoch, da geht ein Weg hoch, das seht ihr vielleicht. In Skyrim ist es immer so ein bisschen schwierig, die Wege rauszufiltern. Ja, also, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt blöd bin oder so, aber es sah wirklich von hier aus, als ob da ein Weg hochgehen würde. Guckt euch doch mal an. Also bitte nicht denken, dass ich an einer Klatsche hätte. Das sah wirklich so aus. Da hinten, ach, da hinten ist dies, ah, ja. Okay, gut, ich habe mich gerade ein bisschen selber gespoilert. Aber das macht ja nichts. So, kommen wir vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wenn ich da jetzt so hochhüpfe quasi. Aber mir kommt es irgendwie sinnlos vor, hier jetzt wieder geradeaus zu laufen. Da kommt man doch gar nicht da hoch. Mit den Wegen ist es immer so eine Sache bei Skyrim. Ist mal ein bisschen schwierig. Gibt zwar so eine Mod, da kann man sich die Wege anzeigen lassen. So, wir gehen mal das gute alte Zickzack-Prinzip da hoch. Ich hoffe, das verlässt uns jetzt hier nicht gleich. Na, doch, sieht so aus. Ach Mensch, ist doch zum Heulen. Uah. Kommen wir denn jetzt da hoch? Mensch, huch, was bist du denn? Ach, ein Hase. Kleiner Mümmelmann. Na komm. Huch. So, hier haben wir gute Chancen, nach oben zu kommen, wie es aussieht. Ja, das sieht gut aus. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Wir speichern nochmal, weil ich nicht weiß, was oben kommt.
Und freue mich natürlich auch nicht zu früh, weil ich weiß nicht, ob wir da jetzt wirklich hochkommen. Aber es sieht so aus. Ja, Thema Wege in Skyrim, das ist immer so eine Sache. Das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe. Die Wege sind relativ schwer einfach rauszufinden. Und einfach nur durch blankes wirklich gucken und suchen, ist eher schwierig. Meistens zumindest. So. Hoffentlich geht's jetzt hier gleich irgendwo hoch. Jetzt kriege ich einen Rappel. Aber hier sieht's doch gut aus. Ah. Könnten sein, dass wir fast da sind. Dazu müssen wir in diese Richtung. Ich probiere es einfach nochmal. Na, da wo Bäume sind, kann man auch meistens lang gehen. Also Büsche und sowas. Aber wir scheinen fast da zu sein. So, da unten ist das der Aussichtspunkt. Frage ist, finden wir da auch einen Anführer? Es sieht gut aus. Sieht gut aus. Na komm! Komm her! Und... geschafft. Hat der irgendwas dabei gehabt? Nö, nicht wirklich. Naja. Aber das war nicht der Anführer. Hallo, Mr. Anführer? Hallo? Da kommt doch der Nächste. Oder die Nächste. Ach, du willst eine Bogenschlacht? Ja, das mache ich auch immer ganz gerne. Wenn die mit dem Bogen auf mich zukommen, dann mache ich mit denen auch hier Bogen und so, weißt du. Na. Bin stärker wie du, vergiss es. Ich hab's dir gesagt. So, wir heilen uns mal gerade. Tötet den Anführer von Aussichtspunkt von Drachenbrügge. Naja, das war ja einfach. Sozusagen. Aber das ist auch ganz gut. Es soll ja hier kein Let's Play oder sowas werden. Sondern einfach nur so ein kleines Let's Show von meinem Charakterchen. Den ich euch hoffentlich ein bisschen näher bringen könnte. Wie gesagt, ist halt ein relativ vielseitiger Charakter. Ich möchte mich auf viele Sachen so ein bisschen konzentrieren. Einfach, ja, ein bisschen vielfältiger bleiben. Ne? Feuer, Eis, ein bisschen Magie, ein bisschen heilen. Bisschen mit einem Zweikampf, mit einer Zweihandwaffe kämpfen und so. Und so weiter und so fort. So, Novize, das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Ja, haben wir. Super. Haben wir da was drin? Gold und ein goldener Diamantring. Super. Zaubertrank der geringen Ausdauer? Nee. Ziegenbein. Bäh. Eisendolch. Was haben wir hier? Abgeschworene Axt. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. So. Ich begebe mich jetzt mit Bragonon heißt er. Sorry, Bragonon begebe ich mich jetzt wieder zurück zu Riften und erledige meine Hauptaufträge und ich wünsche euch noch... Nee, warte, das kann ich so nicht bringen. Das kann ich so nicht bringen, den Abgang hier. Pass mal auf. Wir stellen uns... Uah. So. Wir stellen uns hier hin. So. Wir tun unsere Hände wieder zurück. Und jetzt sage ich, ich begebe mich mit Bragonon auf weitere große Abenteuer. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für 100 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß bei diesem Spezial mit Let's Play, beziehungsweise ist ja gar nicht Let's Play, was labere ich denn da? Mit Skyrim, so. Wir sehen uns bei den ganzen anderen Let's Plays, bei den Let's Tries und was da noch so alles kommt. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich und sage Tschüss, bis zu den nächsten 100 Abonnenten. Haut rein!